William? Was? Ich habe das Gefühl, du gehst mir aus dem Weg. Was ist los? Sag doch was. Schau mich an, Anya. Den verdammten Blechmann. Wie soll ich dir da nahe sein? Ist egal. Wir finden eine Lösung, so wie immer. Hey, warum versuchst du es nicht wenigstens? Weil ich verdammt nochmal sterbe. Und je länger wir so tun, als ob alles okay wäre, desto schwerer wird es. In einer Woche liege ich unter der Erde. Das weißt du nicht! Kannst du jetzt in die Zukunft sehen? Tu nicht so, als wüsstest du Dinge, die du bestimmt nicht weißt! Nun, die Toilette geht. Splashy, bist du immer noch hier? Schwing deinen Hintern zurück zur Bodenkontrolle und regle den Scheiß dort. Der Hass-2-Hubschrauber fährt gerade im Hangar hoch und er bringt dich bis Galveston, aber danach musst du improvisieren, Mann. Abgefahren, Boss. Laskovich, gehen Sie zum Hangar und sorgen Sie dafür, dass Hass-1 bereit ist, klar? Nicht für dich da zu sein. Die Kinder nicht großzuziehen. Das ertrage ich nicht. Dann gib nicht auf, William. Ich werde dich nämlich niemals, niemals aufgeben. Egal, was passiert. Komm mit zu den Duschen. Wir ziehen dir dieses Ding aus. Ich wasch dich. Du stinkst. Wenn ich es ausziehe, falle ich bestimmt auseinander. Und nichts passt mehr zusammen. Ich muss weitermachen. Solange ich kann. Ach, Carolina. Ich hab's versaut. Ich hab's ihr gesagt. Und gemerkt, dass ich nur mich selber schützen wollte, nicht sie. Bruder Blasco? Captain Blaskovich. Dann bringen wir den Vogel mal zum Fliegen, wie Grace es wollte. Konzentriere dich auf die Aufgabe. Mister? Ich brauche wohl mehr Diesel. Hubschrauber geht's gut. Sollte ich Grace wissen lassen.
Wie geht's Ihnen, Captain? Fertig. Helikopter ist startklar. Danke, Mann. Zeit für eine kleine Versammlung. Durchqueren Sie die Tore, um die 31 Straßen des Wissens zu beschreiten. Aber in Bezug worauf? Hey, kleiner Sternmann. Bist du kitzlig, Kumpel? Max! Grundgütiger Max! Guck, ich lese hier gerade schwere Kost und ein kleiner Spielzeugroboter passt nicht so ganz zu dieser Seelenreise, Mann, okay? Max Hals. Max, ist schon okay, Kumpel. Das ist alles viel zu kompliziert für dich. Spiel doch mit deinem Schwein, Max. Ich versuche, den Bezug zu diesen Toren zu finden und du würdest das nicht verstehen. Max Hals. Max, das ist wirklich hohe philosophische Literatur, okay? Du kannst nicht einfach anfangen... Max, das ist es! Wie hast du... Auch sie in der Zentrale, Wyatt. Okay, Leute. Jetzt wird's richtig heiß. Das Boot hat Atomraketen und ich habe ein Ziel. Ein verdammt gutes sogar. Alles klar, Boss! Ja, so macht man das. Coole Sache. Gefällt mir. Also hier. Specy ist zurück in seine Heimatstadt Roswell in New Mexico, um alles vorzubereiten. Nun, durch Specys Versteck gelangt man in einen Tunnel, der direkt in die streng geheime unterirdische Basis führt. Und dort experimentiert das Regime mit irgendwelcher außerirdischen Technologie. Roswell? New Mexico, sagten Sie? Das ist eine von uns. Was heißt das, eine von uns? Ja, das wüssten Sie gerne, hm? Und dann schicken Sie Ihren Kumpels in Berlin verschlüsselte Nachrichten. Nein! Was zum Teufel macht die überhaupt hier? Gracie gehört zu den Guten. Hört verdammt nochmal zum Regime. Was haben Sie gesagt? Diese Geheimbasis, von der Sie erzählt haben, sie wurde gebaut von den Datjechut. Einer unserer größten Unterschlüpfe. Ja, hier in der Nähe dessen, was jetzt Roswell, New Mexico heißt. Aber es gibt sie seit 1000 Jahren, lange bevor Amerika von Europäern unterjocht wurde. An diesem Ort befand sich Antigravitationstechnologie, die das Blatt im Krieg problemlos hätte wenden können. Wir gewährten der US-Regierung Zugang, aber leider war es schon zu spät. Amerika fiel, das Regime bekam den Unterschlupf in die Hände. Ach, herrje. Scheiße. Das wird Specy nicht gefallen. Er dachte, es wäre ein Außerirdischer. Hat 47 Mal ein Schiff dort abstürzen sehen. Also was haben Sie damit vor? Schon mal vom Generalstab gehört? Na klar. Da hängen die für die Kriegsmaschinerie verantwortlichen hohen Tiere ab. Das Regime hat ihn in ihren Unterschlupf verlegt, Zed. Was da auch ist, ist verdammt wichtig. Denn die obersten Ränge der Führungsriege haben Berlin verlassen. Und sich in New Mexico angesiedelt. Und deshalb brauchen Sie das hier. Was in aller Welt ist das? Das ist eine tragbare Atombombe. Wir schalten den Generalstab aus, legen die Führungsriege lahm und destabilisieren das ganze gottverdammte Land. Dann wissen alle, dass wieder gekämpft wird. Blazkowicz, bereit machen. Ich schicke Sie nach Roswell. Hiermit. Roswell ist außerhalb unserer Reichweite. Wir setzen Sie also an der Küste nahe Galveston ab. Von dort fahren Sie nach Roswell. Treffen sich mit Super Spech in Papa Joe's All-American Diner und platzieren die Atombombe inmitten des Generalstabs. Dann jagen sie den ganzen Scheiß in die Luft. Okay, Blazkowicz. Suchen Sie nach Papa Joe's All-American Diner. Dort treffen Sie Super Spech. Bleiben Sie in Ihrer Rolle.